Ja, herzlich willkommen bei den Hamburger Unterwelten. Wir möchten Sie heute ganz herzlich begrüßen, sich den Bunker unterm, wie wir immer sagen, Hamburger Hauptbahnhof anzugucken, was nicht ganz stimmt. Denn wir werden uns jetzt im Laufe der nächsten Stunde den Bunker neben dem Hamburger Hauptbahnhof angucken. Es ist genau unter dem Bahnhofsvorplatz auf einer Länge von 140 Metern und einer Breite von 17 Metern. Ja, so kann man sich einen ganz typischen Raum im Zweiten Weltkrieg vorstellen. Man hatte so ganz typische Stockbetten, damit man den Raum maximal ausnutzen konnte. Man hatte wesentlich mehr Betten als Sitze. Man saß auf solchen Bänken, hat in solchen Betten geschlafen. Was man mitnehmen durfte während des Zweiten Weltkrieges, war das typische Luftschutzgepäck, meistens in einem so einen Koffer, und da hat man sich dann in diesem Bunker zusammengedrängt. Wir sind jetzt im eigentlichen Haupteingang dieses Bunkers. Bis 1991 wurden alle, damals 13 Gleise, mit einem Tunnel verbunden. Im Alarmfall werden die Züge in den Hamburger Hauptbahnhof eingefahren. Die Menschen werden aus den Zügen raus in den Tunnel, und am Ende des Tunnels, kann man sehr schön auf dieser Grafik hier erkennen, wären Tore gewesen, wodurch die Menschen in diesen Bunker reingekommen wären. Dies ist die Krankenstation. Ob man hiervon überhaupt von Krankenstation sprechen kann, ist fraglich. Eigentlich ist es nicht mal ein Feldlazarett, denn ein Arzt war nie vorhanden. Man hätte unter den theoretisch 1351 Schutzsuchenden gefragt, ob ein Arzt da ist. Sie kennen es aus Bus und Bahn. Man fragt rum, bei einem medizinischen Notfall ist ein Arzt anwesend, und fast immer geht eine Hand hoch. Bei über 1351 Menschen und dann auch noch mit der anderen Bunkerhälfte zusammen hätte man eine 100%ige statistische Wahrscheinlichkeit gehabt, dass es ein Arzt oder ein gut ausgebildetes Medizinpersonal unter einem gewesen wäre. Ja, wir kommen jetzt in den Schlafraum, beziehungsweise genau gesagt in den Liegeraum 219. Und dieser Raum ist ein bisschen größer als die anderen Liegeräume. Er hat nämlich 150 Betten. Hier drin hätten die Leute eher liegen und ruhen als schlafen sollen. Wir kommen jetzt zur Essensausgabe. Ein Steak Tartar hätte es nicht gegeben. Wir haben ja schon gesehen, in diesen Schüsseln hätte es diese Nahrung gegeben. Diese Notrationen haben ein Energievolumen von ungefähr 2300 Kilokalorien. Das ist einer von zwei Notstromaggregaten. Insgesamt ein V12-Motor mit über 30 Liter Hubraum und 350 PS. Was dahinter ist, nämlich was angeschlossen an diesem Motor ist, der Wellengenerator. Und dieser Wellengenerator liefert 300 kVA, Kilovolt Ampere. Wenn man das umrechnet, sind das ungefähr eine Drittelmillion Watt. Unsere Aufgabe ist es tatsächlich, eine Forschung und Dokumentation dieser Bauwerke durchzuführen und ja, der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür zu geben, was heutzutage aus dem Bewusstsein verschwunden ist, wie ernst und wie schnell der Krieg doch zurückkommen kann.